Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Akuchi the Heartless. Und genau, ich würde sagen, ich wollte das Spiel jetzt doch nochmal zu Ende bringen. Wie manche von euch sicherlich aufgefallen ist. Es ist schon eine ganze Zeit lang her, dass ich den letzten Part hiervon aufgenommen habe. Aber ja, nachdem jetzt Tengshu Wrath of Heaven halt zu Ende gegangen ist und ich dann dadurch danach noch eine zweiwöchige Pause gemacht habe, geht's jetzt erstmal hier weiter mit Akuchi the Heartless. Ich muss jetzt erstmal nochmal kurz hier die Steuerung mir angucken. Also hier ging ja irgendwie genau diese Rolle hier. wie gesagt, ich habe seit 5 Monaten nicht mehr gespielt. Aber ich weiß noch, dass wir beim letzten Mal hier bei meinem absoluten Hasslevel waren, bei Enoch. Das haben wir aber zum Glück schon abgeschlossen. Und genau, wir sind jetzt beim vorletzten Level angekommen. Genau, Gehenna heißt es. Das ist quasi... ja. Wir sollen ein Siegel finden. Das weiß ich noch. Und genau, und das dem Baron zurückbringen. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Beziehungsweise ich weiß ja schon, was passiert. So, dann würde ich sagen, ja, die Cutscene wieder, ne? Ich würde sagen, so, hallo zusammen, ja, da bin ich wieder. ja, geht's mal weiter hier, geh hin. Naja, ich habe da jetzt so ein komisches Rauschen da hinten drin. Ich weiß nicht genau, wie ich das wegkriegen soll. Aber ja, schauen wir mal erstmal. Gehenna, die tote Armada. Bergen Sie Sagdikis Siegel. Genau, darum geht's. Harpunen werden sich als nützlich erweisen. Alles klar. Dann hoffe ich mal, dass jetzt nochmal die Cutscene lädt. Bitte. Ja, endlich danke. Wird mir klar, warum Samedi mich durch das tödliche Labyrinth gehetzt hat. Um den Gegenstand zu finden, der mich wiederherstellen wird. Klug von ihm, es mir nicht zu verraten. Sonst hätte ich seine belanglosen Schlachten umgangen und seinen üblen Kerker gleich verlassen. So sieht's aus. Man hätte sich das Ganze sparen können, indem man einfach mal früher hätte Bescheid sagen können, Herr Baron. Aber nein, ich muss ja noch die ganze Hölle hier vernichten. Höllenschlag. Das ist wieder so diese Logik von diesen alten Spielen. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ja, gut. Aber ich glaube, ich komme wieder klar mit der Steuerung. Ja, ja, das ist... ja, genau. Zack. Genau, wir waren ja... wir haben ja bis jetzt alle Seelen gesammelt. Und... ja, ich probiere das in diesem Level halt auch nochmal so hinzukriegen. Ne? Muss ich aber gucken... weil die eine Seele, die war ziemlich versteckt. Das weiß ich noch. So, die explodieren. Zack. Genauso. Und... die Hauptattraktion dieses Levels... diese Gegner. Guck mal, wie die aussehen, ey. Ich weiß auch nicht, was das darstellen soll. Ist das eine Qualle oder... ich habe keine Ahnung, ein Oktopus. Auf jeden Fall hält der ziemlich viel aus gerade. Das ist nicht so gut. Oh Gott. Ich traue mich nicht, das Ding zu nehmen, weil dann falle ich vielleicht wieder runter hier. So, irgendwo hier... ich muss jetzt nämlich aufpassen, weil irgendwo hier war noch eine Seele. Und die muss ich definitiv mitnehmen. Und wenn ich die nicht finde, dann schneide ich das raus und schneide euch wieder rein, wenn ich sie gefunden habe. Aber ja, ich glaube, hier am Anfang war noch keine, ne? Gut, ja, dieses Level ist sehr düster. Und da ist der nächste Gegner. Der schmeißt schon wieder seine komischen Giftbälle hier. So. Guiu, genau. Was für Geräusche diese Viecher hier machen, ey. Ist unfassbar. Aber Moment mal, ich kann jetzt hier nichts ändern. Ich glaube, die Sounds sind ein bisschen leise, hä? Aber ja, ist egal. Oh, da ist noch einer. Oh, nee. Komm schon. Oh, lass mich. Oh, zack, 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 zack. Ich glaube, 5 Stück, ne? Genau. 5 Stück. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr nochmal dabei seid bei Akuchi the Heartless. Dass ich das doch jetzt hier endlich mal abschließe. Ah. Und genau das gleiche Problem hatte ich in meinem alten Let's Play auch. Ja. Dass ich da nicht an dieses Ding kam, obwohl der sich da auch offensichtlich festhält. Aber ich glaube, das liegt an diesen Kohlen da. Aber jetzt haben wir es. So. Ah ja, so Gaswände. Zack. Oh. Lauf dagegen. Ja, die pusten mich runter. Das ist nicht so nett, aber
dem kann man halt auch entgehen. So, oh Gott. Ah, dieser Ruckler habe ich vergessen. Ja, ja, ja. Manchmal ruckelt das hier so ein bisschen. So, 83 Puppen. Das heißt, wir bekommen auch noch eine Lebenserweiterung. So, aber jetzt muss ich erstmal... Da unten sehe ich doch was. Moment mal. Lauf dahin einfach. Ich warte ein bisschen. Respekt auch vor diesen Typen hier. Schaut mal. Ah, toll. Ich habe keine Zauber. Ah, das ist ja wohl... Das ist ja wohl fies jetzt. Ich habe keine Zauber. Ey, Leute. Das könnt ihr nicht mit mir machen. So. Ja, bei den Dingern kann ich eigentlich diese Fässer da hinten nutzen, weil... Normalerweise stirbt er direkt. Aber in diesem Fall halt nicht, ja. Ich habe keine Ahnung. Oh, Junge, Junge, Junge. So, dann machen wir hier so. Zack, weg mit dem. So, eine Sekunde, ich muss gerade nochmal. So, ja, genau. Ja, als wir das letzte Mal hier gespielt haben, war Februar, glaube ich. Da war es noch tiefster Winter. Und ja, jetzt ist mittlerweile Hochsommer angesagt, also... Diese Temperaturen draußen, die machen mir echt zu schaffen. Also, ich weiß nicht, wie ihr das so abkönnt, aber hier unten war doch was. Verarsch mich nicht. Hier unten war doch was. Naja, egal. Machen wir erstmal den kaputt. So, genau. Aber irgendwo... Ah, wie weit kann der schießen, sag mal. Egal, komm. Nimm einen Geisterhieb und dann stirbt der, glaube ich, oder? Ah, nee. Noch ein. Alles klar. Ist... Hä? Drei Geisterhiebe? Ernsthaft? Boah. Nee. Akuchi, um Gottes Willen. Mach doch nicht so was mit mir. Roll dich doch nicht hier runter, ey. War hier keine Seele hier unten? Nö. Anscheinend nicht. Okay, ja, dann... Dann gehe ich einfach mal weiter jetzt. Und, ja. Ah, das sind andere Gegner. Schaut mal. Die sehen noch ekelhafter aus. Alter Schwede. Ey, hallo? Seit wann halten die so viel aus? Normalerweise sind die nach ein, zwei Schüssen kaputt. Naja, so, was haben wir hier noch? Nichts mehr, okay. Ja, wie gesagt, also ich werde das Spiel heute definitiv zu Ende bringen. Genau, diese Rohre hier, die verfrachten mich halt Vernichtungsschlag. Zu geheimen Plätzen. Und so habe ich einen nächsten Vernichtungsschlag bekommen. Jawohl. Mein Lieblingszauber hier im Spiel. Zack. Aber irgendwo war das. Ich muss nochmal gucken. Also irgendwo war noch in so einer Holzluke eine Seele versteckt, die ich noch nie gefunden habe. Na komm schon. Ah, geh doch verrecken, du dummes Viech, ey. Ja, diese Lecks manchmal, das ist auch ein bisschen komisch. Das ist auch nur in diesem Spiel. Ja, komm, jetzt geh sterben, so. Ja, alles klar. So, wo... Moment. Ich guck mir das nochmal an hier. Da oben! Seht ihr das? Da oben. Wie komme ich da hin? Ah, da unten her, okay. Ja, da oben habe ich nämlich den ersten Kopf gesehen. Da! Ich glaube, da drin. Oder? Ne, es sind nur Puppen. Aber egal, die hole ich mir trotzdem, weil ich will ja auch alle Puppen haben, ne? Das war ja, glaube ich, die Prämisse hier, ne, am Anfang, dass ich alle Puppen haben will, um möglichst alle Lebenserweiterungen zu kriegen. So. Der braucht echt drei Geisterhiebe, krass. Naja, bevor ich da jetzt doch mal so rumhantiere und dann abfaile. Ah, hier drin, oder was? Nee, auch nicht. Hä? Auch nicht. Wo soll denn die letzte Seele hier sein? Das war irgendwo in so einem Ding, ich weiß es. Ich weiß es noch. So, auf den habe ich jetzt keinen Bock. Mach den einfach kaputt. So. So, dann... Aber irgendwie muss ich doch hier hochkommen, sagt mal. Wo war das denn noch? Ah, Moment mal, ich muss echt mal überlegen. Ah, jetzt. Oh. Ah, ich glaube, das war mit der Harpune. Ah, nein, das wollte ich jetzt nicht. Aber irgendwo hier war doch eine... Das könnt ihr mir nicht erzählen.
Null Seelen. Irgendwo hier war doch eine Seele. Ich habe echt Schiss, dass ich jetzt eine übersehe. Oh so, dann geh mal, dann geh halt hier dran. So. Dann geht's mal weiter. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ist egal. So, dann. Hier oben ist. Da ist auch noch eine. Ah, schaut mal, durch so einen Grafikbug habe ich da oben die Seele entdeckt. Okay. Also zwei habe ich schon mal gesehen. Alles klar, das ist schon mal gut. So, dann. Ah! Direkt weg mit dem. Vor denen habe ich so Angst, ey. So. Naja, so. 92 Puppen, das heißt, wir bekommen definitiv noch die Lebenserweiterung. Sehr schön. Ja, was hat das jetzt gebracht? Es hat das Ding ausgeschaltet, oder was? Ah, Junge. Ich will jetzt nicht meinen Fin... Na, komm. Nein, er ist daneben geflogen. Ah, was ist das denn für ein mieses... Dann muss ich noch einen verballern auf dich. Mann! So. Dummes Vieh. Die Gegner hier gehen mir recht mächtig auf den Sack. Ah! Ah, Ruckler, ich warte den mal ab. So. Komisch, nur in diesem Spiel. Ich weiß echt nicht warum. Naja, egal. Schauen wir mal weiter. Ah, vielleicht ist das... Da oben drauf ist die erste Seele. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich... Ist das wirklich die erste? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht in diesem ganzen Level. Moment mal. Ne, da ist eine Harpune, okay. Ah, fliegende Fässer, ja, okay. Ja, ich erinnere mich an die Stelle. Hier wirft jetzt auf einmal jemand Fässer nach uns. Nee, danke. Ich heiße nicht Donkey Kong. Naja. So, dann mach einfach das Ding weg. So. Kein Bock auf Gegner. So. Nee, hier war doch vorher noch einer. Das könnte mir kein. Könnte mir nicht erzählen. Es kann sein, dass ich hier nochmal. Oh, Gott sei Dank. Es kann sein, dass ich hier nochmal zurück muss. Aber das werde ich dann alles eher offscreen machen. Und ich werde euch dann reinschneiden, wenn ich die letzte Dings gefunden habe. Die letzte Seele. So. Ich meine nämlich, das wäre bei einem Aufzug unten irgendwo gewesen. Da wäre auch noch eine. Und halt in so einem Explosionskerker. Aber, ja, keine Ahnung. Oh, zwei Stück von den Dingern. Warum habe ich auch so wenig Zauber im Moment? Ah, ich habe hier den noch. Warum verschwende ich denn meine Vernichtungsschläge? Die brauche ich noch. So, drei Stück. Alles klar. Ah, ja, ist egal. Okay, gut, dann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann nicht sein. Mach den direkt weg. Ja. So, sehr schön. Und zack. Genau. Während das ausfährt, nehmen wir noch die Seele hier. Und, ja, genau. Dann würde ich sagen, wir machen mal weiter. Das kann ich mir... Ah, Moment mal, vielleicht kommt die Stelle noch. Das ist so ein Explosionsding. Mache ich direkt beim Arsch. Ah! Boah, das ist eine Reichweite. Naja. Und jetzt kommt eine ziemlich fiese Stelle hier. Nein, warum? Oh, warum? Da kommt nämlich jetzt... Ey, das kann jetzt nicht wahr sein. So! Einer ist weg. Da sind, kommen jetzt nämlich drei von denen. Oder wie, keine Ahnung, wie viele. Oh Gott. Eieieiei. Oh Mann. Ja, wie soll ich das jetzt machen? Der eine blutet schon. Ja. Ich habe echt Respekt vor denen. Alter Schwede. So. Geisterhiebe. Wie viele brauchen die? Drei Stück. Die müssten doch reichen. Nein, es reicht nicht. Aber das reicht. Sehr schön. Okay. Puh, geschafft. Alles klar. Oh, Ruckel. Ah, hier kriege ich wieder jede Menge Zauber. Sehr schön. So. Aktivieren wir das mal. Genau, damit bringen wir diese Maschine in Gang. Und nein! Ah doch, das war gut.
Doch, so, okay. Dann direkt noch einen hinterher. So. Kein Pardon mit diesen Typen. Wirklich nicht. So, wo bringt uns das hin? Hier nach oben. Sehr schön. Uah! Oh Gott, was ist das denn, ey? Diese fliegenden Donkey Kong-Fässer hier. Oh Mann. So. Ja, und spring da hoch. Gott sei Dank. Okay, und... Nein! Oh, da bin ich aber stylisch durchgesprungen. Nee. Ich hab erst eine Seele. Das kann nicht sein, Freunde. Das kann nicht sein. Irgendwo habe ich was übersehen. Ich gehe das Level jetzt nochmal ab, so weit wie ich es halt kann. Um die eine Seele noch zu finden. Oder die zwei Seelen. Das kann jetzt nicht sein. Also eine ist da hinten, das weiß ich, aber... Ich habe erst eine. Nee, das kann nicht sein, Freunde. Sorry, ich muss jetzt nochmal das Level durchsuchen. Das kann definitiv nicht sein. Was ist denn jetzt los? Selbst in meinem Let's Play hatte ich mehr. Das ist irgendwo versteckt. Ich kann mich noch genau daran erinnern. So, dann diese Dinger hier. Ah, nein, 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 nein! 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 Ah, fuck! Scheiße! Egal. Ich bin hier am Anfang. Ich laufe da einfach nochmal hin. So, ey, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier nur eine Seele gefunden habe. Ey, das kann jetzt wirklich nicht sein. Noch ein Leben verschwendet. Warum fällst du denn da rein, du Blödmann? Jetzt habe ich nur noch 17 Leben. Oh Mann. Naja, egal, komm. Gut, dann muss ich halt nochmal das Ganze ablaufen. Ich kann es wahrscheinlich aber nur bis zu der einen Harpune. Aber machen wir es einfach mal. Ja, abwarten. Ja, hier muss man, glaube ich, abwarten bei diesem Teil. Bis sich das mal vernünftig dreht. Oder? Nee. Auch. Jetzt bin ich nochmal runtergefallen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Muss ich jetzt diesen Weg zum vierten Mal laufen? Moment, ich gehe nochmal hier zurück. Vielleicht... Ja, also... Oh Mann, was ist das denn hier? Kann ich hier hin? Ja, hier kann ich hin. Okay. Ich muss doch echt nochmal... Das kann nicht sein. Nee, nee. Nee, nee, das kann nicht sein hier. Oh Mann. So. Diese drehenden Dinger hier, die sind auch so ein bisschen tricky. Oh Gott. Ja, hier ist Schluss. Dem Fall, oder? Moment mal, kann ich hier wieder zurück? Kann ich hier wieder... Nee, ich habe keinen Kletterhaken wie bei Tingshu. Nee, nee. Nee, hier kann ich nicht zurück. Scheiße. Dann muss ich doch anders rumlaufen. Oh Mann. Okay, das tut mir jetzt leid, wenn ich ein bisschen hänge hier, aber ich will alle Seelen haben, verdammt. Warum habe ich denn bei dem Standarddurchgang jetzt nur eine Seele gefunden? Das kann doch nicht wahr sein. Naja, ich schaue nochmal hier hinten. Könnte jetzt ein bisschen langweilig werden, aber wenn ihr jetzt nicht sehen wollt, wie ich die letzte Seele sammle, dann spult einfach vor. Aber ich will echt alle haben hier. Sorry, aber es muss sein. Ich habe ja diese 100% Challenge hier im Laufen. Und ja, genau, dann würde ich sagen, probieren wir das jetzt nochmal hier. So, zack, 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 Kamera. So, jetzt. Nein, warum? Da ist so eine unsichtbare Wand. Warum? Hä? Oder lässt er mich jetzt nicht mehr dahin? Doch, ich war doch gerade noch da. Da ist so eine komische unsichtbare Wand da bei diesem Teil. Verdammt. Ah, okay. Ich muss warten einfach. Bis diese Hälfte da hinten jetzt mal hier angekommen ist. Gut. Jetzt ist da hier... Ah, so, perfekt, okay. Alles klar. Jo, dann. Jetzt mal weiter hier. So. Wie weit komme ich jetzt hier noch? So, hier ist das Ding. Dahin. Alles klar.
So. Hier war irgendwo ein Aufzug und da drunter war eine Seele. Das weiß ich doch noch, Mensch. Verarsch mich doch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Nee, hier ist nichts. Hier ist nichts. Verdammt. Okay, da muss ich noch weiter suchen hier. In den einen Bereich komme ich jetzt aber nicht mehr. Der mit der Harpune. So. War hier vielleicht irgendwas? Ne. Im Let's Play habe ich doch... Also wirklich, also... Wieso ist denn hier noch eine Voodoo-Puppe? Hä? Aber da oben war ich doch schon. Habe ich eine Voodoo-Puppe übersehen? Tatsächlich. Ah, und ich habe mal eben so die Lebensverweiterung bekommen. Ja, geil. Vielen Dank. So, aber wo war das denn jetzt? Hier nicht, nee. Ich muss mich echt jetzt mal umgucken. Also... Ja, hier oben. Das ist... Hier oben ist ja die Seele, die ich mit dem... Mit der... einen Harpune da erreichen kann. Aber hier war doch noch eine. Aber in diesen Dingern hier, da ist halt nichts. Ich habe halt echt gedacht, dass das hier in so einem Ding drin wäre. Aber da ist nichts mehr. Leider, leider ist da nichts mehr. Ja, und hier ist jetzt Schluss, oder? Nee, Quatsch. Gar nicht wahr. Ich kann noch weiter durch. Hier scheint echt nichts gewesen zu sein. Okay. Gut, dann geht's mal weiter. Ja, muss ich jetzt mal gucken. Hier war ja das. Da muss ich nicht mehr hin. Kann ich doch nochmal das ganze Level absuchen. Aber langsam absuchen. Nur nicht sterben und kein Geheimnis übersehen. So. Ey, bin ich jetzt total bescheuert, oder was? Wo ist diese eine Seele? Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Moment mal. Moment mal. Nee, da war nur die andere. Hier war ja die, die ich schon geholt habe. Das war irgendwo in so einem Schiffsdings. Ja, in so einem Schiffsding ist... Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll. So eine Öffnung halt. Ja, danke. So. Aber hier... Moment. Ey, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Ich will euch nicht rausschneiden müssen. So, dann einfach nochmal. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. So, also hier war es auf keinen Fall. Oder? Moment mal. Ruckler. Boah, dieser scheiß Ruckler, ey. Und dann bin ich eigentlich schon wieder am Ziel. Hä? Das check ich jetzt nicht. Tut mir leid. Ich check jetzt gerade echt nicht. Hä? Wo dieses Geheimnis sein soll. Will das Spiel mich jetzt echt für blöd verkaufen, oder was? Ich gehe nochmal. Es tut mir leid, aber ich muss das irgendwo finden. Wo war denn das nochmal? Ja, das ist halt das letzte Level, ne? Das muss man halt dreimal sehen. Nee, keine Ahnung. Und direkt da drauf. Und direkt hier hin. So, Moment mal, war das nicht hier an diesem Aufzug da hinten? Das war hier irgendwo. Das Spiel will mich doch echt verarschen hier. Moment mal. Hier war ein Aufzug, das weiß ich noch ganz genau, aus dem Let's Play. Aber hier ist ja dieser Aufzug. Und dann hier drunter, oder was? Hier ist nichts. Ah! Ich hab's! So, da ist die zweite. Ah, sehr schön. Wenigstens das. So, wenigstens mal zwei gefunden. Fehlt jetzt nur noch diese eine in diesem... Nein! Ah, verdammt! Verdammt!
Verdammt. Verdammt. Freunde, was mache ich nur mit euch? Ich muss das jetzt nochmal durch. Das kann doch nicht wahr sein. Aber immerhin, ich weiß jetzt, wo diese andere Seele ist. Ja, genau. Scheiß Abgründe, wirklich. Tut mir leid, wenn ihr das Level jetzt zum vierten Mal seht. Aber es ist halt das letzte Level. Was soll man da machen? Und ich will halt alle Seelen haben. Wie gesagt, wenn euch das zu blöd wird, spult einfach vor. Oh, das ist doch Matrix-Sprung. So, dann geht einfach mal hier hin. Ich muss ja auch noch diese eine Puppe da holen, ne? So, hier ist ja der Aufzug. Genau, und hier drunter ist das. So, genau. Zack. Da haben wir es doch. Alles klar. Okay, dann hol dir den. Und jetzt vorsichtig und langsam vor allem. Weil da kommt das Ding. So. Halt dich bitte fest. So. Da muss ich jetzt echt nur noch diese eine Explosionstür finden. Dann kann ich nämlich durchgehen, weil die letzte, die ist ja da oben, wo ihr das da gesehen habt eben. Ich muss nur noch hier irgendwo diese Explosionstür finden. So. Gut. Moment mal, es kann aber auch sein, dass das Ding hier hinten ist, an diesen ganzen... Nee, das kann eigentlich nicht sein. Oder? Dass das hier versteckt ist, da hinten irgendwo. Nee, Moment, ich gehe nochmal hin. Ich gehe nochmal hin. Guck mir das da oben nochmal an. Nee, da ist nichts. Da ist nichts. So, egal. Komm, weiter geht's. So. Zack. Zack. So, gleich geht's weiter. Keine Sorge, Freunde. Gleich geht's weiter mit dem Level. Einmal noch diese Puppe hier holen. Nein! Ah, das wollte ich gar nicht. Naja, egal. Bin ich halt mal hier. Nochmal die schöne Aussicht genießen. Schönen Ruckler dabei. Jo. Genau. Gut. Ich muss mich echt überall mal rumdrehen, weil... Wegen diesem Scheiß... Hier, das war sowas hier. Genau sowas hier war das. Ich bin jetzt echt verwirrt, Freunde. Ich bin jetzt echt verwirrt. Oder war das am Schluss? Nee, das kann nicht sein. Oder? Ah, ich mach gleich erstmal weiter. Ich komme sowieso nochmal an die Stelle. Oh, das bringt nichts. Oh Gott! Alter Schwede. Jetzt fall da bloß nicht runter. So, war das hier irgendwo vielleicht? Nee, da oben ist nur... Nee, nee. Hier sind auch keine Grafikbugs, die das irgendwie verraten könnten. Nein, hier ist nichts. Okay, dann gehen wir weiter einfach. So. Gut. Nein! Um Gottes Willen. Das ist automatische Kamera. Oh Mann, ey! So. Los geht's. Einmal hier hoch, komm. Hier gehen wir jetzt hoch, ganz geschmeidig. So. Oder was ist hier? So, hier muss es doch echt irgendwo jetzt mal sein. Diese Dinge habe ich schon mal kaputt gemacht, ich weiß. Moment mal. Oh Gott. Ich muss erstmal hier klarkommen. So, ist das vielleicht... Wenn ich da drauf gehe... Ist das dann vielleicht... Nee, auch nicht. Ich gucke mir gerade wirklich alles an, ihr seht's ja. Aber ich finde es zum Verrecken nicht. Hm. Aua. Ja, nochmal danke. So. Und jetzt hier irgendwo? Ne, auch nicht. Also danach muss ich dann wirklich nochmal gucken. Also, wenn ich das Ding absolut nicht finde...
das vielleicht da hinten in der Ecke noch? Diese Scheißding, ey! Boah! War das vielleicht... Ah, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das hier irgendwo ist. Aber nein, das ist nirgendwo. Das ist nicht hier. Okay, dann muss ich... Ich gehe jetzt einfach mal weiter, damit ihr auch mal was Neues seht. Ja. Gut. Es kann auch sein, dass es auf dem letzten Schiff irgendwo ist, aber... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich gehe erstmal weiter. Aber... Nein! Mann, du Verrückter! Wisst ihr was, Freunde? So. Das war mir jetzt zu blöd. Ich habe jetzt einfach mal... einmal ein Safe State geladen. Es tut mir leid, aber es ist halt begründet jetzt, dass ich das gemacht habe. Ich will halt nicht immer wieder dasselbe machen. Ja? Also bei Tenshu hat das sehr große Kritik auf sich gezogen. Hier glaube ich das weniger, weil ich halt die 100% Challenge machen will. So. Okay. Dann weiter geht's hier. Aua. Immer hier dieses Ding, ey. So, aber hier ist nichts. Hier muss ich einfach durch. Einfach durch. Okay, so. Gut, dann geh halt mal hier rein. Ich habe jetzt die Lebensleiste, ne? Ja, genau. Null Puppen. So. Okay, war das hier vielleicht irgendwo? Nee, das habe ich ja eben schon geguckt. Uff. So, dann. Und. Ja, gut. Okay. Da kann ich eigentlich einfach durch, oder? Nein, kann ich nicht! Fuck! Ja. Einfach so. Ja. So, okay. Ich weiß, das ist jetzt nicht so toll, aber was soll ich machen? Ich will weiterkommen hier. So, okay. Dann schmeiß jetzt den Stein da drauf. Machen wir erstmal die Tür auf. So, hier, dadurch hat sich nämlich jetzt hier die Tür geöffnet. Genau diese. Da muss der nächste Stein drauf, okay. Und dann machen wir mal das hier, so. Dann geht das auf. Und da unten ist das Siegel. Genau. So, kommen wir da nochmal. Wozu auch. So, okay, dann gehen wir direkt hier rein. Bisschen schneller machen jetzt. Das ist das Siegel, so. Und ich nehme schon mal Vernichtungsschläge, weil jetzt kommen hier nämlich eigentlich Gegner, oder? Oder auch. Hä? Irgendwie ist das anders. Also, beim letzten Mal kamen hier Gegner. Oder was? Hä? Beim letzten Mal kamen hier Gegner. Zwei Stück. Das ist wahrscheinlich danach. Ja. Okay. So, das, was wir da sehen, ist nämlich jetzt nämlich die Harpune zum Ende. Ja. So, dann. Ah, jetzt kommen die. Ja, ja, ja. Genau, seht ihr das? Zack. Weg mit der. Weg mit denen. So. Ein Leben. So. Okay. Dann haben wir ja hier den Bereich. Genau, mit diesen ganzen Abflussrohren hier. Oder was das auch immer darstellen soll. Ich habe keine Ahnung. Und... Ah, da ist doch einer. So, weg mit dem. Kurzen... Prozess mit den Freaks. So. Ja, dann gehen wir weiter hoch hier. Und warte auf mich, du blödes Ding. Warte! Oh Gott, Ruckelsprung. Und yes, geschafft. Weil das dauert nämlich ewig, bis das Ding hier wieder kommt. So, dann erstmal hier lang. Hier ist nämlich auch noch ein Bereich, wo man nicht direkt hinkommt. Und so, genau. So, das wär's. Hier haben wir nämlich den Bonusstein. Sozusagen. Also es gab ja da noch einen Altar, in den man nur reinkommt, wenn man diesen Bonusstein kriegt. So. Und das Ding wartet jetzt natürlich nicht auf mich, ist klar. Gibt es da hinten schon mal einen Gegner oder so? Nö, dann gucken wir einfach dem schönen Effekt zu. Geht ja auch. So, aber hier kann man die Kamera nicht verstellen. Das ist natürlich... klug gemacht von dem Spiel, damit man auch schön ausweichen muss. Ja, genau so.
Verdammt. Das Level dauert schon lang genug eigentlich, ne? Ja, schon fast eine halbe Stunde. Aber ist egal, ist egal. Ist das letzte. Ja, es ist das letzte Level hier und das muss halt auch, ne, spannend sein. So, okay. Gut. So, jetzt kommen wir nämlich hier raus. Auf der anderen Seite von dem Schiff hier. Und da, hier drin haben wir ja noch einen Altar gesehen. Den machen wir jetzt mal. Zack. Genau so. Und da kommt man jetzt zu der letzten Seele. Zu der, ja, eigentlich zu der letzten. Aber ich weiß nicht, wo diese eine Seele da jetzt noch war. Einen Moment mal. So. Also hier kommt man halt. So, Sekunde. Ja, ja, immer noch ein paar Puppen, aber das ist. So, ihr seht ja da hinten die Seele da, ne? Die da. Da kommt man hier hoch. Und da muss man hier an dieses Seil springen. Und da kommt man hier hoch. So. Das ist ein Versteck. Aber wo dieses verdammte letzte Versteck ist von der Seele, ich habe keine Ahnung. Ja? Ja, ich hole mir jetzt noch da geschmeidig die dritte Seele. So, und dann springe ich hier runter, weil ich genau weiß, dass es auf dem Schiff sein muss. Und dann, ja, ich weiß nicht, was soll ich jetzt tun? Also, ich kann ja nur noch mal gucken. Also, das werde ich aber definitiv abspeichern. So, wo ist jetzt dieses Ding? Diese Seele. Diese letzte verdammte Seele. Ich weiß, das ist eine Suche, die zieht sich über mehrere Stunden. Aber ich will es finden. Ich will es finden. Nee, hier ist nichts. Nee, nee. Okay. Ah, ich lasse euch jetzt einfach mit drin. Weil das dann zusammenschneiden und so. Und dann, dass ihr dann da fertige Parts kriegt, das ist ja. Ja, ich weiß nicht. So, dann einmal nochmal zurückgucken hier. So, nee. Hier ist nichts. Hier ist nichts, wo ich irgendwie was abschießen könnte. Das war doch normalerweise echt bei diesen zwei Dingern da. So, ich guck jetzt einfach nochmal, wirklich. So. Mhm. Okay. So, gut. Dann. Nee, hier war es. Hier kann es nicht sein. Nein. So. Hier irgendwo. Nö. Hier ist nichts. So. Vielleicht hier. Ich kann mich erinnern, dass das so versteckt war. So was ganz Kleines war das. Ja, da ist nichts. Hm. Moment mal. Ja, hier, das habe ich ja schon abgeschossen jetzt. Moment mal. Oder ging das? Da kann man hier irgendwo. Nee. Also irgendwo war das hier. Irgendwo hier war das. Nein, hier ist nichts. Drei. Ha. Okay. Gut, dann weiß ich nicht. Also. Dass es hier irgendwo ist. Moment, vielleicht. Ich bin gerade echt am Überlegen. Warum sind die Kisten schon wieder da? Ich habe die doch schon kaputt gemacht. Ja, und der Schuss ist einfach verschwunden. Oh Mann, Freunde. Ich finde es nicht. Ah, vielleicht. Nee, es ist ja nur die Stelle. Vielleicht hier? Dass ich das hier irgendwo abschließen kann oder so? Da ist ein Fass.
Das steht einfach so in der Luft. Ja. Oh mein Gott, Krankenwagen, jetzt. Oh Mann. Oh. Oh, fährt der. Alter Schwede, es tut mir leid, wenn ihr jetzt den Krankenwagen gehört habt. Oh Mann. So ist das. Moment mal, ist das vielleicht. Ich suche jetzt noch. Ah. Nein, das ist hier nirgends. Das ist hier nirgends. Egal, wenn ich es jetzt nicht finde, dann schaue ich halt mal in meinen Videos nach oder keine Ahnung. Dann schaue ich wirklich nach, weil das kann jetzt nicht sein, dass ich hier diese letzte Seele nicht finde. Irgendwo hier an dem Ding. Ist schon wieder dieser blöde Krankenwagen. Naja. So. Hier ist ums Verrecken nichts, ne? Ihr seht es ja, also ich suche echt alles ab. Aber ich finde es halt nicht. Ah, Moment mal. Ne, auch nicht. Ne, scheiße. Hier ist nichts. Und dann sind wir schon wieder hier und dann da hinten und dann... Dieses Scheißding da. Ja. Hier hinten ist das halt auch nicht. Keine Ahnung. Ich soll nicht die letzte Seele finden im Let's Play. Es soll nicht sein. Gut, Freunde. Wisst ihr was? Ah ne, ich gehe jetzt noch zum Schluss natürlich, klar. Über diese Dinger hier. Ah, Alter! Oh. So. Vielleicht, dass das unter einem Ding hier ist? Ja, ich weiß es nicht, Freunde. Es tut mir leid. Ja. Gut, Freunde. Ich würde sagen, ich... Nee. Ah, gut. Okay, ich gucke kurz in dem Guide nach und dann springe ich mich hier runter, weil das ist zum Ziel. Ja, also bis gleich. So, hallo zusammen. Ja, da bin ich wieder. Ey, ich bin aber auch ein Dummkopf, ey, jetzt mal wirklich. Ich habe nicht in den Guide geguckt, sondern ich bin das Level wirklich nochmal durchgegangen und habe überall nachgeguckt und... Schaut mal da oben! Da ist er doch! Wie konnte ich nur denken, dass das am Ende irgendwann kommt? Es ist schon hier und ja, da muss ich jetzt halt mit einem sehr langen Sprung... Hä, was ist der Kamera los hier? Muss ich jetzt mit einem sehr langen Sprung irgendwie da dran kommen? Und ja, genau so, da habe ich es doch. Mein Gott, warum dachte ich denn, dass das in so einem Kasten wäre? Das ist es überhaupt nicht. Ach, ich bin doch ein Blindfisch, ey, wirklich. Ja, jetzt lasse ich euch drin, wie ich zum Ziel gehe. Ich habe nämlich alle Seelen. Oh mein Gott. Und das wirklich nicht im Guide nachgeguckt oder so. Ich bin wirklich das Level nochmal durchgegangen. Weil das wäre dann auch nicht in meiner Ehre gewesen jetzt hier. Und hab sie gefunden. Tatsächlich. Also sie war nicht in einer Kiste. Beziehungsweise in so einer Tür. Sondern sie war einfach oben auf einer Leiter. Oh Mann. Ja, gut. So einfach kann es halt manchmal auch sein. Ne? Kein Wunder, dass ich hier nichts gefunden habe. Sagen wir es mal so. Aber ja, wir sind jetzt noch einmal hier durch dieses schöne letzte Level. Und ein letztes Mal durch diese Feuer-Slalom hier. Aber diesmal ohne getroffen zu werden. Und... Nein! Egal. Boah. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Safe State gemacht. Ist... Ja. Weil... Nee. Nicht nochmal das Ganze. So, ich gehe jetzt mit euch dahin. So. Und dann mache ich es so... Genau. Und so. Ja, wie kam ich denn darauf, dass dieses eine Schiffsding da hinten, dass das mit dem Ende verknüpft ist? Das stimmt doch nicht. Das stimmt nicht. Naja, die Kamera macht hier wieder, was sie will. Ah, jetzt hier noch. Ja, ich hab's verstanden. Ich weiß, wo das Level endet. Ja, drückt die Cutscene weg. Geht nicht.
Okay, egal. Ja gut, dann spring einfach mal hier drauf. Ja, gut. Okay. Er fällt nicht immer runter, wenn man sich daran festhält. Okay. Weil in meinem Let's Play ist er immer runtergefallen. Naja, egal. So, wir sind wieder hier. Ich gehe jetzt einfach nicht hier runterfallen, weil dann muss ich noch einen weiteren Weg laufen. Okay. Dann hier diese Harpune. So, zack. Das war's. Das war das letzte Level, Freunde. Das kann ich euch schon mal sagen. 40 Minuten hat es gedauert. Oder 50 sogar. Ich muss mal gucken, also ob ich das irgendwie zusammenschneide, aber ich glaube, ich lasse das drin einfach. Weil es ist ja auch ein bisschen so, ja. Ne? 52 von 52. Wunderbar. So, weiter geht's. Kommt jetzt die Cutscene, bitte? Ja, sehr schön. Und? Genau das. Seht ihr das? Endlich, das Siegel ist mein. Das Gefängnis hält mich nicht länger. Du hast mir wahrlich gut gedient. Ohne dich hätte ich die wachenden Geister nie umgehen können. Niemals hätte ich das Siegel entfernen können. Akuchi, du bist ein guter Mann und ein Narr. Du hast dich von deiner Liebe benebeln lassen. Dich erwartet eine letzte Aufgabe, Akuchi. Auf immer und ewig in der Hölle zu schmoren. Was für ein Wichser, wirklich. Das ganze Spiel war eine Verarsche von dem Typen da. Nein! Ja, doch, Akuchi. Das ist nicht mehr zu verhindern jetzt, aber... Ja, Freunde, wir haben das letzte Level geschafft. Wir haben alle Seelen. 52. Und... Ja, genau. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten finalen Part von Akuchi the Heartless wieder. Und ja, wem gefallen hat, was er gesehen hat, lässt doch bitte ein Like oder Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao.